In diesem Video schauen wir uns an, wie wir mit A Shampoo Backup Pro 16 ein Image unseres Systems erstellen können und unser komplettes Windows-System dann auch wiederherstellen können, wenn Windows nicht mehr hochfährt. Was wir dazu brauchen, ist ein USB-Bootstick, eine installierte Version von A Shampoo Backup Pro 16 und natürlich Windows 11. Wir richten jetzt also einen Backup-Plan ein und versuchen dann mit dem USB-Bootstick das Ganze wiederherzustellen. Los geht's nach dem Intro. Bevor ich jetzt loslege, gehe ich mal hier links auf den Rettungsring bei A Shampoo Backup Pro 16 und hier kann ich jetzt auswählen, was ich eigentlich genau vorhabe bzw. wie ich mein System in einem Problemfall booten möchte. Der Regelfall wird wohl sein, dass man hier den USB-Bootstick auswählt, den habe ich auch angesteckt und vorbereitet. Und ja, DVD und CD ist wohl eher nicht so beliebt. Wenn der jetzt verloren geht, ist das auch nicht so schlimm. Der lässt sich von einem anderen System immer wieder erstellen. Also daran wird jetzt der Restore im Zweifel nicht scheitern. Ist natürlich trotzdem gut, wenn man sich den schon mal ins Eck gelegt hat, wenn so ein Fall eintritt. Leider lässt sich jetzt hier nicht direkt eine ISO-Datei erstellen, sondern das Ding will halt wirklich einfach ja, den Laufwerksbuchstaben haben. Und hier unten setze ich einen Haken und gehe auf Weiter. Was man beachten muss, der USB-Stick wird jetzt natürlich komplett gelöscht und formatiert. Ich gehe auf Ja und dann passiert das eben. Hier nochmal auf Ja und dann wird das Rettungssystem erstellt. Hier bestätigen wir mit OK. Wir bleiben hier auf dem Standardpfad, gehen hier auf Weiter. Hier lassen wir Nein einfach angehakt. Gehen auf Annehmen. Und ich würde jetzt hier alles im Standard lassen. Hier wird Windows PE installiert. So, die Installation des Windows Assessment und Deployment Kit ist jetzt abgeschlossen. Ich klicke hier auf Schließen. Jetzt hoffe ich mal, dass der sein Rettungssystem erstellen kann, ohne weiteres Zutun von mir. So, der Rettungs-USB-Stick ist jetzt erstellt. Wir können einfach mal schauen. Der heißt jetzt hier WinPE. Und ja, hier ist einfach der Bootstick jetzt vorbereitet. Ich wollte jetzt interessehalber einfach mal schauen, wie groß der ist. Und tatsächlich sind das nicht mal 500 MB. Also da reicht dann offensichtlich auch ein kleiner USB-Stick aus. Gut, wir haben den Datenträger erstellt und wären jetzt in der Lage, mal ein Backup anzulegen. Und das muss natürlich so angelegt werden, dass das komplette System wiederhergestellt werden kann. Das nächste, was wir machen müssen, ist einen neuen Backup-Plan anlegen. Das geht bei A Shampoo relativ einfach. Wir klicken das jetzt einmal gemeinsam durch. So, wir legen einen neuen Backup-Plan an. Hier können wir jetzt auslegen, wohin die Daten gesichert werden. Im Prinzip ist es natürlich sinnvoll, das Ganze verschlüsselt in die Cloud zu werfen. Das hat den Vorteil, dass wenn ich einen Wasserrohrbruch habe, mir eine Festplatte auf den Fuß fällt oder sonstiges bei mir zu Hause passiert, dass die Daten dann noch sicher in der Cloud liegen. Wenn ich mich für sowas entscheide, dann immer die Backups verschlüsseln. Das gilt immer eigentlich, also nicht nur für Clouds, auch wenn ich das lokal ablege. In meinem Fall habe ich ein NAS und deshalb kann ich hier den ersten Punkt wählen, lokales oder Netzwerklaufwerk. Gehe ich einmal auf Weiter. Und jetzt fragt er mich, ja, wohin soll es denn gespeichert werden? Ich könnte jetzt hier Netzwerkort oder anderes Laufwerk auswählen oder mein Laufwerk Z, das erkennt er schon, das ist ein Netzwerklaufwerk. Das habe ich gemappt in Windows. Wenn ich mal hier auf dieser PC gehe, sehe ich hier unten, dass ich mit Z hier schon ein Laufwerk eingebunden habe und genau das verwende ich jetzt einfach. Jetzt möchte er den Zugriff für das Netzlaufwerk haben. Die Frage ist meiner Meinung nach gar nicht mal so dumm. Denn wenn Windows zum Beispiel die Anmeldedaten vergisst, dann hat die hoffentlich A Shampoo immer noch Intus und kann weiterhin Backups machen. Ich nenne das Ganze jetzt einfach mal UsefulWid. Und jetzt fragt er mich nach einer Abkürzung. Und das würde ich nicht machen. Also nehmt bitte hier ohne Vorlage fortsetzen, weil da fragt er zum Beispiel nicht nach der Verschlüsselung. So, ganz wichtig ist jetzt hier, wenn ich mit einem Rettungsmedium das Ganze sauber wiederherstellen will und auch meine Festplatten wiederherstellen will, dann muss ich hier wirklich auswählen, ganze Laufwerke. Mir persönlich wäre das zu viel, ich würde das Rechte nehmen, aber das Thema des Videos ist ja ein anderes. Ich möchte ja ein Windows-System, das sich nicht mehr hochfahren lässt, mit dieser Methode wiederherstellen und das funktioniert nur dann, wenn ich wirklich ganze Laufwerke sichere.
So, deshalb gehe ich jetzt hier auf Weiter. Jetzt fragt er mich, welche soll ich denn hier sichern? Ein fehlendes Laufwerk zum Beispiel brauche ich ja nicht. C brauche ich ganz sicher, da ist ja bei mir die Windows-Installation drauf und diese versteckten Systempartitionen, die brauche ich im Zweifel auch. E ist bei mir ja der Rettungsdatenträger, der muss natürlich auch nicht gesichert werden. C ist bei mir jetzt aber eine kleine Besonderheit, das ist verschlüsselt mit BitLocker und ich bin wirklich mal gespannt, ob Shampoo Backup Pro damit umgehen kann. Ich schätze mal ja und beim Wiederherstellen wird das Laufwerk einfach nicht verschlüsselt sein. Thema Verschlüsselung, da sind wir jetzt schon richtig. Ich kann mein ganzes Backup verschlüsseln und das solltet ihr immer tun und sucht euch jetzt bitte nicht irgendwelche Ausreden, sondern verschlüsselt das Backup entweder mit einem Passwort, das ihr euch merken könnt oder mit einem Passwortmanager. Aber wenn ihr einen Passwortmanager, so wie ich, verwendet, dann muss der auch zugreifbar sein, wenn euer PC abgestürzt ist. Denn ihr braucht ja dieses Passwort beim Wiederherstellen des Backups. So, Backup komprimieren wir natürlich. Wir machen jetzt ja alles, was auf der Festplatte ist, kopieren wir ja. Und da ist vieles dabei, was sich sehr gut komprimieren lässt. Deshalb wählen wir hier die Komprimierung. So, Versionierungseinstellungen, da bleiben wir bei der Endlos-Inkrementell-Sicherung. Gerade weil das sonst immer größer wird. Und irgendwann ist dann auch der Speicherplatz, ja, weg. Einfach. Genau. So, Backup-Zeitplan wäre jetzt mein Favorit, irgendwie die tägliche Sicherung, ist ja eh nur inkrementell und verpasste Sicherungen werden einfach nachgeholt, Computer wird nicht heruntergefahren und ja genau, das Verifizieren ist auch nicht unwichtig, wenn er nämlich hier ein Problem hat, kann er es entweder reparieren oder er kann euch warnen, dass euer Backup inkonsistent ist, dann müsst ihr nochmal ein Vollbackup machen. So, Backup-Berichte, kann man alles im Standard lassen, wir brauchen keine Mails. Das ist die Zusammenfassung und fertigstellen. So, jetzt sage ich einfach mal Backup jetzt starten. Wir warten jetzt nicht, bis die Uhrzeit erreicht ist. Wir werden jetzt hier gleich ein bisschen Netzwerktraffic sehen, wenn der anfängt, die Daten anzulegen, weil ist ja Netzwerklaufwerk bei mir. Es könnte jetzt bei euch aber natürlich auch eine externe Festplatte sein. Ich bin auch mal gespannt, wenn wir dann mit dem Rettungsdatenträger hochfahren, muss der ja auch eine Möglichkeit bieten, im Netzwerk eben auf diese Daten zuzugreifen. Wenn er das nicht hat, dann ist ja so ein bisschen schräg, dass ja Shampoo zwar eine Sicherung anbietet über Netzwerklaufwerk, aber die Wiederherstellung dann nicht über Netzwerklaufwerk geht. Zumindest nicht mit dem Bootstick. Aber das klären wir gleich, wenn wir mit dem Bootstick hochbooten und jetzt lassen wir den erstmal seine Sicherung machen von den drei Laufwerken, die wir komplett ausgewählt haben. So, die Sicherung ist abgeschlossen, ganz so wie wir uns das vorgestellt haben. Am Ende der Sicherung wurde nochmal die Integrität überprüft. Das ist auch nicht zu vernachlässigen. Das Backup ist jetzt ja verschlüsselt und wir haben es auf dem Netzlaufwerk liegen. Und jetzt ist die spannende Frage, was passiert, wenn mein Windows crasht und ich muss jetzt von dem Rescue-USB-Stick starten? Das ganze System ist jetzt so vorbereitet, dass ich von dem USB-Stick starten kann und wir stellen uns jetzt vor, dieses Windows-System wäre einfach kaputt. Und ich versuche mal, damit jetzt einen Restore auszulösen. So, ich bin jetzt hier im Boot Manager. Ich habe einfach F12 gedrückt. Das führt bei vielen Mainboards dazu, dass die eben ins Boot-Menü gehen. Kann man auch jetzt über die F2 oder Entfernen-Taste kann man dann noch genau einstellen, wie gebootet wird. Und ich möchte ja jetzt von meinem USB-Stick booten. Und das wäre hier bei mir diese E4-USB-Device, kann bei euch anders heißen, anders aussehen, bei mir sieht es eben so aus. Und das sieht jetzt auch schon mal ganz gut aus, ich bekomme das Windows-Logo und der sollte jetzt tatsächlich vom USB-Stick starten. So, los geht's, würde ich sagen. Das System ist jetzt hochgefahren, das Rescue-System. Und als erstes fragt er mich, dass er hier ein gesperrtes Laufwerk gefunden hat. Und
Das ist natürlich echt gut, weil genau das müssen wir jetzt ja erstmal machen. Ich klicke mal hier auf Entsperren. Wow, also das ist ja richtig hier auch vom Shampoo, so wie das aussieht. Das ist das Verschlüsselte und jetzt muss ich meinen Wiederherstellungsschlüssel eingeben. So, hier ist der Useful Wit aus der Zukunft. Ich habe jetzt ein paar Dinge in Erfahrung gebracht, die ich euch jetzt einfach schon mitteilen kann, was BitLocker angeht. Also, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, wenn ich noch den Wiederherstellungsschlüssel habe, dann kann ich den hier eingeben und könnte hier direkt weitermachen. Ich würde jetzt aber mal von so einem Disaster Recovery ausgehen, so dass wirklich kein Stein mehr auf dem anderen steht und ich jetzt auch diesen Schlüssel nicht habe. Deshalb wollte ich eigentlich euch zeigen, wie ich auch ohne diesen Schlüssel das Ganze wiederherstellen kann. Nur war ich jetzt etwas blind gerade in diesem Menü. Wenn ihr hier oben mal schaut, dort findet ihr Tools. Und dort hätte ich die Windows-Eingabeaufforderung starten können, beziehungsweise das Tool Diskpart. Mit dem kann ich dann anfangen, nämlich diese Partition, die mit BitLocker verschlüsselt ist, einfach zu formatieren. Das heißt, alle Daten, die auf diesem Datenträger sind, sind dann auch gelöscht. Was aber ja eh kein Problem sein sollte, da ich ja aus der Sicherung die Daten wiederherstellen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich im Video gemacht habe, ist, dass ich neu gestartet habe und in die Windows-Wiederherstellung gegangen bin und habe von da aus die Eingabeaufforderung mit Diskpart geöffnet. Das Ganze hätte ich mir sparen können, wenn ich keine Tomaten auf den Augen gehabt hätte und da oben einfach auf Tools gegangen wäre. Ist aber auch egal, wie man das am Ende macht. Hauptsache, man kann Diskpart starten und kann damit das Volume, also in meinem Fall C, trotz BitLocker einfach löschen. Und damit bin ich nicht darauf angewiesen, dass ich noch diesen Wiederherstellungsschlüssel habe. Der Wiederherstellungsschlüssel ist nicht die PIN oder so, die ihr vergeben habt. Das ist das Ding, was man beim ursprünglichen Einrichten von BitLocker einmal sichern muss. Ich würde jetzt auf die Funktionsweise von Diskpart gar nicht so sehr eingehen, sondern ich packe euch einfach in die Videobeschreibung einen Artikel, wie man Diskpart verwenden kann und das könnt ihr im Prinzip dort dann anwenden. Empfehlen würde ich euch nur, dass ihr darauf achtet, das Laufwerk in Windows dann in NTFS und nicht in FAT32 oder sowas zu formatieren. Was habe ich jetzt also mit Diskpart gemacht? Als erstes habe ich Diskpart einfach ausgeführt. Danach habe ich eingegeben List Volume. Das zeigt mir alles, was der an Datenträger erkennt. Und dann sehe ich, welches mein ehemaliges C war. Nämlich das hat hier die Nummer 1, Volume 1 mit 59 GB. Und jetzt muss ich auswählen Cell Vol 1, das heißt, ich wähle jetzt für die spätere Bearbeitung nur noch Volume 1 aus. Und die Befehle, die ich im Folgenden absetze, beziehen sich dann alle auf Volume 1. Und hier gebe ich dann einfach ein Format FS ist gleich NTFS in Anführungszeichen und dann Quick. Hier bekomme ich jetzt nochmal die Meldung, dass das Ganze BitLocker verschlüsselt ist. Und dass, wenn ich jetzt hier die Formatierung durchführe, dann ist halt alles gelöscht. Ja klar, das ist ja auch unser Ziel. Nur ich muss das Ganze mit Override, also mit dem Parameter Override ausführen, damit das Ganze auch durchgeht. Damit ist das Ganze jetzt formatiert. Und ich habe jetzt in meinem Fall neu gestartet und habe dann erst wieder angefangen mit meiner Wiederherstellung aus dem Rescue-Medium weiterzumachen. Ich kann jetzt hier aber auch aus diesem Menü heraus direkt sagen, ein Gerät verwenden und dann erspare ich mir halt das Boot-Menü, nochmal den USB-Stick auszusuchen. Das kann ich jetzt hier direkt machen und damit boote ich dann wieder direkt in meinen USB-Boot-Stick von Shampoo. Wir sehen dann beim Hochfahren wieder das bekannte Bild und wir wählen jetzt aus, dass wir unseren Restore von einem Netzwerklaufwerk machen wollen. Das ist der oberste Punkt hier in der Liste, den wähle ich aus und weiter geht's. Als nächstes fragt er mich, wo der Restore liegt und da muss ich natürlich jetzt ein Netzwerklaufwerk auswählen. Die Zeiten der wunderschönen GUI sind hier vorbei, ich muss jetzt also den Pfad wissen, wo das Ganze liegt. Und kann das Ganze dann nochmal bestätigen, indem ich Benutzername und Passwort dieses Netzwerk-Shares eingebe. Er erkennt jetzt also auch sofort mein Backup, das hieß ja Useful Wit und das ist ja verschlüsselt. Dementsprechend muss ich jetzt auch hier nochmal ein Passwort eingeben. Und hier ist jetzt genau die wichtige Entscheidung, ich muss die Option komplette Festplatte auswählen, denn genau das will ich jetzt ja machen. Und hier ziehe ich dann das Laufwerk C auf dieses Physical Drive, das auch 60 GB hat. An der Größe kann ich halt erkennen, welche Festplatte das ist. Und bestätige nochmal, dass diese Festplatte überschrieben wird. Mein Tipp bei so einem Restore ist dann immer,
alle Festplatten, die nicht benötigt werden, einfach abzuziehen, damit man hier die Gefahr von Fehlern minimiert und auch wirklich nur das Laufwerk überschrieben wird mit dem Backup, das auch wirklich kaputt ist oder ja, das halt überschrieben werden soll. Ja, aber hier mit doppeltem Boden am besten arbeiten. Wenn man jetzt in dem Fall das falsche Laufwerk ausgewählt hätte, wären darauf auch die Daten weg gewesen. Nachdem er das Backup dann wiederhergestellt hat, war ich in der Lage, ganz klassisch mit Windows wieder hochzufahren. Also er hat meine alte Windows-Installation wiederhergestellt. Die hatte ich ja spätestens dann zerstört, als ich Diskpart ausgeführt hatte. Damit war diese Windows-Installation kaputt und diese Option erlaubt mir es jetzt eben, das Ganze wiederherzustellen. Jetzt muss man dran denken, BitLocker ist nicht mehr aktiv, also das hat er quasi nicht restored, das ist dann aber auch das Einzige. Das kann ich jetzt aber wieder aktivieren, das sollte ja kein Problem sein. An dieser Stelle würde ich mit euch gerne nochmal resümieren, was wir in diesem Video alles geschafft haben, denn das war ja eine ganze Menge. Als erstes haben wir einen USB-Bootstick erstellt, der es uns erlaubt, im Notfall mit unserem System hochzufahren, auch wenn die Windows-Installation beispielsweise korrupt ist. Danach haben wir einen Backup-Plan erstellt. Zum einen haben wir hier sichergestellt, dass die Daten verschlüsselt sind, zum anderen haben wir hier auf einem Netzlaufwerk gesichert und das sogar täglich. Hier haben wir auch darauf geachtet, dass wir die kompletten Festplatten sichern, denn erst so kann ich eine Wiederherstellung in diesem Modus machen, den ich jetzt hier in diesem Video zeigen wollte. Im letzten Schritt haben wir dann einfach mal mit dem USB-Bootstick hochgefahren, haben mit Diskpart die bestehende Partition gelöscht, damit wir bei BitLocker nicht den Schlüssel eingeben müssen. Hätten wir natürlich auch tun können, dann wäre der Restore genauso möglich gewesen. Aber wir haben Diskpart genutzt, um die ganze Partition zu formatieren und danach sind wir hergegangen und haben die Daten wiederhergestellt. Und zwar von einem Netzlaufwerk, auch das ist eben möglich mit diesem Bootstick gewesen. Also wer so sein System sichert, sollte auf der sicheren Seite sein und wem dieses Video geholfen hat, der kann mal in die Infokarte schauen. Dort findet ihr einen Affiliate-Link von mir, dort könnt ihr Shampoo Backup Pro kaufen.